Und ja, und wenn sich die Reihen dann ein bisschen sortiert haben, hier der Abgeordneten, die noch im Plenarsaal sich befinden, aufgrund der Abstimmung und jetzt die Fachpolitiker für den nächsten Tagesordnungspunkt in die ersten Reihen vorgerutscht sind, dann kommen wir auch zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das wird eine Aktuelle Stunde sein. Die Grünen, die haben die beantragt und es geht um eine Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich im Verteidigungsbereich bei Rüstungsexporten. Hintergrund dazu ist, dass der Spiegel am Wochenende berichtet hatte, dass sich Deutschland und Frankreich bei Rüstungsexporten in sogenannte Drittländer weitgehend freie Hand lassen wollen und das Ganze in einer Art ja, geheimen Zusatzpakt zum sogenannten Aachener Vertrag festgehalten haben. Und die Grünen, die sagen jetzt, wir wollen darüber Aufklärung. Katja Keul jetzt für die Grünen. Von unseren französischen Nachbarn und Freunden hätte die deutsche Bundesregierung in den letzten Monaten viele gute neue Ideen für Europa übernehmen oder zumindest diskutieren können. Sie aber haben sich leider den schlechtesten aller Vorschläge zu eigen gemacht. Den Vorschlag der französischen Regierung, sich doch bitte nicht beim weltweiten Export von Kriegswaffen gegenseitig im Wege zu stehen. Und da treffen Sie schon einmal notgedrungen eine richtige Entscheidung und verhängen einen Exportstopp an Saudi-Arabien und dann verteidigen Sie diese Entscheidung nicht eine einzige Minute. Stattdessen erklären Sie still und heimlich gegenüber der französischen Regierung, dass sowas nie wieder vorkommt, aus Sorgen um die geplanten gemeinsamen Rüstungsprojekte. Und das leugnen Sie dann auch noch wiederum gegenüber den Parlamentariern. Gestern hieß es auf unsere Frage noch, so ein Dokument gäbe es nicht. Dabei habe ich es jetzt hier in meiner Hand. Es ist überschrieben mit Common Understanding und beinhaltet kurz gesagt die gegenseitige Zusage, dem anderen nicht reinzureden. Dass am Anfang des Textes auf den gemeinsamen Standpunkt der EU zu Rüstungsexporten hingewiesen wird, ist der glatte Hohn. Dieser gemeinsame Standpunkt ist verbindliches EU-Recht und besagt unter anderem, dass die Menschenrechtslage in Empfängerländern berücksichtigt werden muss. Was wir in Europa brauchen, ist die Durchsetzung dieses gemeinsamen Standards, indem wir endlich eine europäische Ausfuhrkontrolle einführen. Dass es auf die europäische Außengrenze ankommt, haben Sie ja bei der Einreise von Kriegsflüchtlingen auch gefordert. Und so brauchen wir umgekehrt bei Kriegswaffen eine gemeinsame Ausfuhrkontrolle. Das wäre mal ein zielführender Vorschlag gewesen. Stattdessen wollen Sie zurück in die 70er Jahre, in die Zeiten, als die Verteidigungsminister Helmut Schmidt und Michel Debré die Dinge bilateral unter vier Augen geregelt haben. Das soll nicht allen Ernstes Ihr Maßstab für europäische Zusammenarbeit im 21. Jahrhundert sein, oder? Dabei ist gegen eine engere Zusammenarbeit der Streitkräfte ja grundsätzlich nichts einzuwenden, denn Streitkräfte, die miteinander verzahnt sind, können schon mal keinen Krieg gegeneinander führen. Und die Konsolidierung der europäischen Rüstungsindustrie könnte zu mehr Effizienz mit weniger Mitteln führen. Man könnte also dadurch Geld sparen, wenn man wollte. Sie aber wollen nur mehr Geld für Rüstung ausgeben, sowohl national als auch aus dem EU-Haushalt. Da machen wir Grüne nicht mit. Sie sind schlicht auf dem falschen Weg, wenn Sie deutsche Exportkontrolle als Schwäche verkaufen. Es gibt vielmehr zunehmende politische Debatten über Rüstungsexporte auch in Frankreich, in USA und anderswo. Erst im Sommer letzten Jahres, am 18. Juli, hat der Auswärtige Ausschuss der Assemblée Nationale eine Anhörung zum Thema Rüstungsexportkontrolle durchgeführt. Und die Ausschussvorsitzende hat danach öffentlich erklärt, dass mehr parlamentarische Mitsprache und Kontrolle in diesem Bereich notwendig wäre. 90 französische Abgeordnete aus mindestens vier Fraktionen haben eine Initiative für einen Untersuchungsausschuss zum Jemenkrieg und ein Waffenexembargo gegenüber Saudi-Arabien unterschrieben. Selbst im Kongress der USA hat der Auswärtige Ausschuss mit Mehrheit für ein solches Embargo gestimmt. Diese Parlamentarier und Demokratinnen sind unsere Verbündeten, und das sollten auch Ihre Verbündeten sein. Sie fallen ihnen stattdessen in den Rücken und machen sich mit denen gemein, die vor allem das nationale Wirtschaftsinteresse im Auge haben. Und dabei gefährden Sie auch noch unsere gemeinsamen europäischen Sicherheitsinteressen, wenn Sie die künftigen deutsch-französischen Kampfpanzer und das geplante Luftkampfsystem an Drittstaaten exportieren. Was glauben Sie denn, wozu diese Drittstaaten diese Systeme haben wollen? Erdogan hat sich seine Leopard-Kampfpanzer auch nicht in die Vitrine gestellt. Und wo immer Nachbarländer überfallen oder Menschenrechte verletzt werden, es wird Auswirkungen auf uns hier in Deutschland und in Europa haben. Das sollte spätestens nach 6 Jahren Syrienkrieg jetzt jeder verstanden haben.
Lassen Sie Deutsche und Franzosen gerne einen gemeinsamen Panzer oder ein gemeinsames Jagdflugzeug für den europäischen Markt bauen. Das ist wirtschaftlich nicht so uninteressant, dass man dazu unbedingt auf den Export an die Saudis oder sonst wen angewiesen wäre. Hören Sie endlich auf, die eigenen Standards kleinzureden und zu missachten. Setzen Sie sich stattdessen dafür ein, dass wir eine effektive europäische Rüstungskontrolle bekommen. Das wäre nicht nur Werte, sondern gleichzeitig auch interessengeleitete Außen- und Sicherheitspolitik. Vielen Dank. Katja Geul hat hier die Aktuelle Stunde eröffnet, die die Grünen beantragt haben. Ja, was ist dran an dem angeblichen Pakt zwischen Deutschland und Frankreich zu Rüstungsexporten? Hören wir jetzt für die CDU-CSU-Fraktion Joachim Pfeiffer. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Deutschland ist nicht die USA und Deutschland ist auch nicht China, sondern Deutschland kann und will auch als Deutschland, ja, nur im europäischen Verbund und multilateral erfolgreich sein. Das ist unser Ansatz und unsere Aufgabe. Und deshalb, Frau Kollegin Keul, nützt es überhaupt nichts, wenn Sie hier mit dem moralischen, kategorischen Imperativ unterwegs sind. Doch. Und dann dort, wo es Ihnen gefällt, europäische Dinge bemühen, aber da, wo es Ihnen nicht reinpasst, Europa konterkarieren. Außen- und Sicherheitspolitik, um die es ja dort geht, im Wesentlichen, ist keine Quartalsveranstaltung, sondern die braucht langjährige Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit. Und die kann auf europäischer Ebene nur gemeinsam erfolgen. Und deshalb sage ich als Parlamentarier ganz klar, auch in Richtung unseres Koalitionspartners gerichtet, die Entscheidung, die Sie angesprochen haben, zu Saudi-Arabien, die war ein deutscher Alleingang. Die war nicht europäisch abgestimmt. Und deshalb ist es zum Scheitern verurteilt. Und es untergräbt Europa, was Sie auch bemüht haben. Auch in diesem ganz konkreten Fall. Weil was ist die Situation? Deutschland hat im Alleingang die Ausfuhren ausgesetzt. Die Franzosen, die Engländer, die Spanier haben es nicht getan. Und jetzt haben wir eben in diesem Verteidigung und Sicherheitsbereich Kooperationsprojekte. Deshalb kommen jetzt unsere Verbündete und sagen, die Briten, die Franzosen, auch die Spanier, wir sind nicht zuverlässig und es stehen bei uns Claims, also gerichtliche Schadensersatzforderungen sozusagen im Raum im zweistelligen Milliardenbereich. Im zweistelligen Milliardenbereich kurzfristig, die von Deutschland im Raum stehen. So, und das hat für mich überhaupt nichts mit europäischer Zusammenarbeit im Außen- und Sicherheitspolitik zu tun, sondern wir brauchen hier keine nationale Alleingänge, sondern wir brauchen hier entsprechende europäische Zusammenarbeit. Wie muss die aussehen? Kurzfristig wird nämlich das, was wir jetzt haben, dazu führen, dass es finanziell teuer werden kann, wenn wir uns nicht eines Besseren und einer europäischen Antwort besinnen. Mittel- und langfristig wird es aber dazu führen, zu dem, was schon voll im Gange ist, nämlich, dass es keine Kooperationsprojekte mehr gibt. Der offensichtlich, Frau Keul, auch von Ihnen befürwortete gemeinsame Ansatz mit Frankreich, ein Kampfflugzeug der Zukunft zu entwickeln und einen Panzer der Zukunft zu entwickeln, den wird es nur geben, wenn man sich gemeinsam auch auf die Kriterien, nicht nur die technischen, sondern auch über die Endverwendung verständigt. Sonst werden die Franzosen dieses mit uns nicht machen. Und wir werden in diesem Hause, wahrscheinlich auch mit Ihrer Zustimmung, ist zumindest ja annonciert, sehr großer Zustimmung, LEC-Vertrag 2 beschließen. Nach dem LEC-Vertrag 1, wo die Versöhnung im Mittelpunkt stand, jetzt im LEC-Vertrag 2 auf vielen Fragen Konvergenz, gemeinsame Zusammenarbeit. Und diese in der Außen- und Sicherheitspolitik, in der Verteidigungspolitik ist essentiell, weil wir werden niemals so viel Geld in die Bundeswehr stecken können. Wir wollen es wahrscheinlich auch gar nicht, damit wir selber in der Lage sind, als Deutschland eine eigenständige Verteidigung und Sicherheitsindustrie zu halten, die alle Elemente in allen Bereichen abdeckt. Wir sind auf die Kooperationen angewiesen.
Mindestens so sehr wie die anderen, wahrscheinlich sogar noch mehr. Und was machen wir? Wir sagen, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Sie sagen, Ihre Vorstellungen von Exportbedingungen, wenn die Franzosen nicht sofort übernehmen, wenn die Briten nicht übernehmen, dann machen wir mit denen nichts gemeinsam. Das wird aber wahrscheinlich so nicht funktionieren. Ganz sicher wird es nicht funktionieren. Sondern wir müssen in Europa dort zusammenfinden und gemeinsame Dinge zu konstruieren. Wir brauchen deshalb auch keine strengeren Rüstungsexportbedingungen. Wir brauchen bessere Rüstungsexportbedingungen, die europäisch entsprechend abgestimmt sind. Und da brauchen wir zunächst für die deutsch-französischen Projekte, und ich finde es sehr gut, was wir damals in den 70er Jahren gemacht haben mit Schmidt-Debré, ist ein richtiger Ansatz, der gilt auch im 21. Jahrhundert als richtig. Oder eine De Minimis-Regelung, dass nicht wegen jeder Schraube oder wegen jedem Schleifring dann entsprechend hier die Kooperation torpediert wird. Sonst wird nämlich nicht stattfinden, und dann wird German Free das Schlagwort sein, was heute schon stattfindet in vielen Bereichen, wird ohne deutsche Beteiligung diese Dinge gemacht. Und dann erreichen wir das Gegenteil. Keine kollektive, keine multilaterale Außen- und Sicherheitspolitik. Und dann schießen wir uns im wahrsten Sinne des Wortes ins eigene Knie. Und dann sind wir nicht mal an der moralischen Flughöhe oben, sondern dann haben wir das Gegenteil dessen erreicht. Wir als Union wollen eine verlässliche und gute europäische Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und deshalb müssen wir auch die Frage des Endverbleibs innerhalb Europas gemeinsam lösen. Wir sind da bereit dazu. Joachim Pfeiffer für die CDU-CSU-Fraktion im Januar. Da haben Deutschland und Frankreich den Élysée-Vertrag, den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag, erneuert, im sogenannten Aachener Vertrag, und eine Vertiefung der Partnerschaft auf den Weg gebracht. Auch im Verteidigungsbereich sind da Punkte betroffen zu einer gemeinsamen Zusammenarbeit. Jetzt geht es aber darum, ob es tatsächlich eine Vereinbarung gibt, was die Rüstungsexporte anbelangt. Das wollen die Grünen hier diskutieren. Norbert Kleinwächter jetzt für die AfD. Qualitätsmedien vorhanden. Und das ist insbesondere deswegen wichtig, weil sich die Aktuelle Stunde der Grünen eben auch auf Recherchen des Spiegel stützt. In heutigen Zeiten müssen wir eben alles hinterfragen. Und wenn es zutrifft, und da hätte ich mir ehrlich gesagt ein eindeutiges Eingeständnis von Herrn Dr. Pfeiffer gewünscht, was nicht kam, nein, dann ist das kein handfester Skandal, sondern dann ist das ein Eintreten des Falles, den die AfD von Anfang an gesehen hat. Nämlich, dass der Vertrag von Aachen, den Merkel und Macron am 22. Januar unterzeichnet haben, nicht vornehmlich der deutsch-französischen Freundschaft dient, sondern vor allem französischen Interessen, die knallhart gegen die Deutschen gestellt werden. Und wir haben in den letzten Wochen eindrucksvoll gesehen, wie das aussieht bei der Debatte um Nord Stream 2. Ich darf erinnern, bei Macrons Aussage, nein, also Deutschland würde er nicht mit atomaren Waffen verteidigen, und jetzt eben auch in der Debatte um Rüstungsexporte. Ich sagte es schon damals, die Ortswahl von Aachen war Macrons Idee, der Vertrag Macrons Idee, die Zielsetzung Macrons Idee einer vertieften Europäischen Union, Deutschland zahlt, Frankreich schafft an, mit aller Vehemenz durchzusetzen. Ich sagte das hier am 17.01. und landete damit im Faktenfinder der Tagesschau in einem Artikel mit dem Titel Irreführende Behauptungen. Naja, Qualitätsmedien eben. Nur einen Monat später zeigt sich der wahre Geist von Aachen, und er ist, Kompliment, bei den Grünen auch schon angekommen. Vor einem Monat wollte das in diesem Haus hier wirklich keiner glauben. CDU, CSU, FDP und Grüne warben als erste massiv für diesen Vertrag. Die Jamaika-Möchtegern-Koalition gerierte sich als Wurmfortsatz des Sonnenkönigs. Jetzt erkennen es die Grünen im Titel dieser Aktuellen Stunde an. Sie heißt Haltung der Bundesregierung zu einem vermeintlich französisch-deutschen Abkommen zur Industriekooperation. Französisch-deutsch. Es geht um französische Interessen. Mein Respekt, dass Sie das spät, aber endlich erkannt haben. Aber bevor Sie sich aufregen, worum geht es denn inhaltlich konkret? In Aachen war eben nicht alles eitel Sonnenschein, sondern Macron machte einen Geheimvertrag zu Rüstungsexporten zur Bedingung für die Unterzeichnung des Vertrages. Macrons hochgelobte Freundschaft und Liebe zu Deutschland war also nicht so bedingungslos, wie er uns das immer weismachen wollte. Und Merkel unterschrieb dann Folgendes über den Export deutsch-französischer Rüstungsgüter. Die Parteien werden sich nicht gegen einen Transfer oder Export in Drittländer stellen, es sei denn in Ausnahmefällen, wenn ihre direkten Interessen oder nationale Sicherheit gefährdet sind.
Heißt übersetzt, ich mache das jetzt mal sehr einfach, wir bezahlen erheblich für die Entwicklung von Systemen. Wir stellen den Franzosen auch unsere Technologie zur Verfügung, exportieren also unser Know-how und die Franzosen verkaufen die Systeme dann in Länder, in denen Menschenrechte auch mit Füßen getreten werden. 40% der französischen Rüstungsexporte gingen in den letzten 10 Jahren in den Nahen und Mittleren Osten, vor allem nach Saudi-Arabien. Da ist die Steinigung noch ein probates Mittel der Bestrafung. 30% ungefähr an Asien, nur 10% an europäische Nachbarländer bzw. in die EU. Und die französische Naval Group hat auch kein Problem, mit dem saudischen Hersteller Sami gemeinsame Projekte zu machen. Das passiert also von französischer Seite mit unserer Technologie. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz ehrlich, anzunehmen, dass die Vereinbarungen im Aachener Vertrag keine Zusatzdokumente oder keine weiteren Absprachen erfordern würden und dass diese vor allem auch noch in unserem Sinne wären, das ist ungefähr so weitsichtig wie zu glauben, dass man durch Schule schwänzen das Klima rettet. Fakt ist, der Aachener Vertrag hat die deutsch-französische Freundschaft nicht beflügelt. Das Verhältnis ist so schlecht wie lange nicht und in einer Dauerkrise. Der Aachener Vertrag ist inhaltlich und ideell tot, bevor er überhaupt ratifiziert ist. Merkel und Macron haben dem deutsch-französischen Verhältnis erheblichen Schaden zugefügt. Für uns ist es daher eine staatsbürgerliche Pflicht, die Ratifizierung des Vertrages zu verweigern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen keine Deals gegen unsere Prinzipien. Wir wollen keine Hinterzimmerpolitik. Genau die wird aber andauernd gemacht. Nicht alles, was gedruckt steht, ist wahr. Das gilt insbesondere für den deutsch-französischen Vertrag und für die Verlautbarungen hierüber. Herzlichen Dank. Das Wort für die SPD-Fraktion hat der Kollege Florian Post. Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Grundsätzlich bleibt mal festzuhalten, dass das jetzt im Raum stehende Abkommen eine ganz klare Verbesserung ist zu den Regelungen Schmidt-Debré. Zur damaligen Zeit oder bei Geltung des Schmidt-Debré-Abkommens hatte Deutschland nämlich überhaupt keine Möglichkeit, bei gemeinsamen Projekten hier ein Veto einzulegen oder mitzusprechen. Insofern ist es eine ganz klare Verbesserung, was jetzt hier im Raum steht. Und an die Kolleginnen und Kollegen der Grünen möchte ich schon auch mal den Tipp anheimstellen. Reden Sie doch auch mal mit Ihrem Parteifreund Daniel Cohn-Bendit, dem Berater des französischen Präsidenten. Der sieht nämlich hier das ganz anders, als ich das gerade hier von Kollegin Katja Keul gehört habe. Für die SPD hingegen ist klar, dass wir uns zu einem gemeinsamen europäischen sicherheits- und verteidigungspolitischen Ansatz bekennen und dass wir auch eine europaweit integrierte Verteidigungsindustrie, die dann auch arbeitsteilig stattfindet, dass wir uns dazu klar bekennen. Das stärkt das politische Gewicht Europas, gerade in einer Zeit, in der wir uns angesichts des amerikanischen Unilateralismus nicht mehr auf unseren wichtigsten Bündnispartner, die USA, uneingeschränkt verlassen können. Aber wir als SPD, und das macht auch den klaren Unterschied aus, lieber Joachim Pfeiffer, das muss ich hier ansprechen, macht den klaren Unterschied zur Union aus, sehen eben die rüstungs-verteidigungspolitische Komponente nicht als Mittel der Industriepolitik. Das unterscheidet uns ganz klar und das unterscheidet uns auch zu den französischen Freunden. Das Problem ist, dass wir natürlich eine gemeinsame Rüstungsexportkontrolle in Europa anstreben. Aber das weitere Problem ist natürlich auch, das sieht jeder, dass jedes Land eine eigene Rüstungsexportkontrolle und eigene Grundsätze hat. Und natürlich werden gerade zwischen Deutschland und Frankreich diese Unterschiede auch sehr deutlich. Und es wäre in der Tat völlig naiv zu glauben, dass wir unsere deutschen Grundsätze hier bis ins letzte Komma durchsetzen können. Aber genauso wenig kann es natürlich, lieber Joachim Pfeiffer, die Konsequenz sein, dass wir dann schon im vorauseilenden Gehorsam sagen, dass wir vollkommen unsere Grundsätze über Bord werfen, weil wir sie eh nicht durchsetzen können. Das kann es natürlich nicht sein. Und genauso unmöglich, das muss ich auch in aller Deutlichkeit sagen, finde ich es, wenn Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen oder Bundeskanzlerin Angela Merkel im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz zu dem Thema
sagen, dass bei gemeinsamen Projekten ein gemeinsamer Ansatz für Rüstungsexporte ja idealerweise zu entwickeln sei, aber man eben, so Frau von der Leyen, nicht davon ausgehen kann, dass deutsche Maximalpositionen eine Mehrheit finden könnten. Und wir sollten uns auch nicht so vorkommen, Zitat Ursula von der Leyen, als ob wir moralischer als Frankreich oder menschenrechtspolitisch weitsichtiger als Großbritannien seien. Dazu möchte ich antworten, dass unsere Grundsätze, die Grundsätze der SPD, Konsequenz der deutschen Geschichte und der friedenspolitischen Überzeugung unserer Partei ist und wir selbstverständlich an dem Grundsatz festhalten, dass Waffenexporte in Kriegs- und Spannungsgebiete unterbleiben sollten und verboten werden müssen. Auch wenn Frankreich in diesem Zusammenhang es dann bedauert, dass sie in diesem Fall keine Luft-Luft-Raketen mehr nach Saudi-Arabien liefern dürften oder wenn Großbritannien es bedauert, dass sie keine Eurofighter mehr nach Saudi-Arabien liefern dürfen, die dann dazu eingesetzt werden, im Jemenkrieg Bomben abzuwerfen, dann möchte ich ganz klar sagen, wird gerade aus diesen Beispielen deutlich, dass wir hier eben schon moralisch uns, zumindest nach meinem Dafürhalten, in einer besseren Position befinden. Ich möchte ja noch dazu eingehen zu dem Papier. Es ist ja auch erstaunlich, dass wir Aktuelle Stunde haben mit dem Titel zu einem vermeintlichen Abkommen. Also offiziell haben wir über dieses Papier noch nicht gesprochen. Ja, Sie haben ja die Aktuelle Stunde auch nicht beantragt. Das waren ja die Kollegen der Grünen. Ich plädiere hier ganz klar, dass wir weiterhin an unseren Grundsätzen festhalten, dass wir mit den französischen Partnern hier im Gespräch bleiben. Es ist eine klare Verbesserung. Auch das, so viel steht jedenfalls schon fest. Es ist eine klare Verbesserung im Vergleich zu Schmidt-Debret. Da hatten wir überhaupt keine Mitsprachemöglichkeiten. Jetzt haben wir die Möglichkeit, eine De Minimis-Klausel einzuführen. Und klar ist auch, dass dass dieser Anteil immer gerissen werden würde, auch bei einem gemeinsam zu entwickelnden Kampfjet oder Kampfpanzer, so wie er ja im Raum steht. Und hier werden wir es natürlich nicht zulassen, dass derartig sensible Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien oder in andere Spannungsgebiete geliefert werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, Vorbild für das vermeintliche französisch-deutsche Abkommen, wo man auch ein Fragezeichen setzen kann. Aber jetzt kommt das Ergebnis das Ergebnis des Vermittlungsausschusses zum Digitalpakt. Drucksachen 19/3440, 19/6144, 19/6612 und 19/7940. Abgegeben wurden 648 Stimmen. Mit Ja haben gestimmt 574. Mit Nein haben gestimmt 74. Dafür die Annahme gemäß 79.2 des Grundgesetzes, die Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Deutschen Bundestages erforderlich ist, also 473 Ja-Stimmen, ist der Einigungsvorschlag mit der erforderlichen Mehrheit angenommen. Und jetzt. So. Das war also jetzt die definitive Zustimmung des Bundestages, nicht nur zu den Grundgesetzänderungen und zum Digitalpakt, sondern eben zu dem nachgebesserten Gesetzentwurf, das gestern im Vermittlungsausschuss zwischen Bund und Ländern beschlossen worden ist. Der Bundesrat im Übrigen, der wird sich wahrscheinlich dann in seiner nächsten Sitzung am 15. März damit befassen. Und dann ist es soweit. Dann ist das, was hier monatelang verhandelt wurde, durch beide Parlamente und Schüler und Lehrer können sich dann freuen, beispielsweise über neue Laptops. Jetzt geht es aber weiter hier in der Aktuellen Stunde, die von den Grünen beantragt worden ist und wo es um ein, in der Tat, so heißt es im Antrag der Aktuellen Stunde, vermeintliches Abkommen zwischen Deutschland und Frankreich geht im Verteidigungsbereich und Verabredungen über Rüstungsexporte. Ein wenig kompliziert formuliert, aber der Gegenstand ist auch ein bisschen kompliziert. Und jetzt befasst sich damit Sandra Weser für die FDP-Fraktion. Natürlich wäre es schön, wenn wir in einer Welt leben würden, in der der Stopp von Rüstungsexporten immer zu einer Verbesserung der Gesamtlage führen würde. Die Welt wird aber leider nicht sicherer, gerechter oder sozialer, wenn wir deutsche Rüstungsexporte gänzlich verbieten. Die Grünen wissen es doch auch. Sie haben in Regierungsverantwortung damals die Erfahrung gemacht, dass durch Abwägung oft schwierige Entscheidungen zu Rüstungsexporten getroffen werden mussten. Und umso mehr wundere ich mich teilweise, wenn ich Ihre Forderungen hier lese. Und doch in einem Punkt sind wir beieinander. Auch wir wollen mehr Transparenz.
Es kann nicht sein, dass deutsche Rüstungsexportpolitik permanent in der öffentlichen Kritik steht, weil die Entscheidungsgrundlagen nicht transparent und systematisch vorhanden sind. Unternehmen brauchen Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Planbarkeit. Und Rüstungsexportentscheidungen müssen auch nach sachlichen Kriterien erfolgen und nicht nach der politischen Stimmungslage, meine Damen und Herren. Aber die entscheidende Frage aus meiner Sicht in der Debatte um Rüstungsexporte und ihre Kontrolle ist doch, wie halten wir es denn mit Europa? Eins ist klar, eine wehrtechnische Wirtschaft, in die in Deutschland mittelständig geprägt wird, wird es in Zukunft entweder im Rahmen einer europäischen Verteidigungsindustrie geben oder es wird sie gar nicht mehr geben. Europäische Nationen werden sich das Nebeneinander von zum Beispiel 3 verschiedenen Kampfflugzeugherstellern nicht mehr leisten können. Wir brauchen einen gemeinsamen europäischen Rüstungsmarkt. Und daraus folgt auch die Notwendigkeit einer europaweiten Harmonisierung der Exportbestimmungen von Rüstungsgütern. Wir werden aktiv für unsere restriktive Linie werben müssen. Und auch dafür benötigen wir Transparenz. Nur wenn unsere europäischen Partner verstehen, warum und wie wir zu den Entscheidungen kommen, können wir diese Debatte auch offensiv führen. Und durch Wegducken ist die Diskussion sicher nicht zu gewinnen. Ganz im Gegenteil. Durch Unterlassen werden jeden Tag Menschenrechte weltweit geopfert. Wir fordern deshalb sachliche, transparente und europäische Rüstungsexportpolitik. Heißt eine wissenschaftliche, systematische Betrachtung von Rüstungsexporten und ihren Folgen, weil das liefert Sachkenntnis und belastbare Fakten für transparente Entscheidungen. Und es ermöglicht unseren Unternehmen, Know-how in Schlüsseltechnologien zu halten und weiterzuentwickeln. Wenn wir weiter nach tagespolitischen Empfindungen entscheiden, was exportiert werden darf und was nicht, oder das Exportgeschäft gänzlich verbieten, setzen wir unsere Verteidigungsfähigkeit und vor allen Dingen unsere Bündnisfähigkeit aufs Spiel. In dieser Woche haben wir doch schon erste Alarmzeichen gesehen, in dem Jeremy Hunt vorstellig geworden ist. Und dann haben wir nächste Woche Monsieur Le Drian vor der Tür. Es kann nicht sein, dass German Free das neue Prädikatssiegel ist. Und liebe Bundesregierung, dann seien Sie doch bitte auch mal so ehrlich, wenn Sie Genehmigungen erteilt haben aufgrund einer neuen und wenn Sie aufgrund einer neuen Lagebewertung diese dann stoppen wollen, wie wir es jetzt im Fall Saudi-Arabien haben, dann widerrufen Sie doch bitte die Genehmigung, sodass die Unternehmen entschädigt werden können. Es kann nicht sein, dass diese die Leidtragenden in einem politischen Konflikt sind. Und zum Verhältnis Frankreich-Deutschland, die Absichtserklärungen im Aachener Vertrag sind ein erster Schritt, aber wir brauchen jetzt Konkretisierung. Sigmar Gabriel hat sich damals in seiner Amtszeit einseitig vom Schmidt-Debré-Abkommen gelöst. Wir fordern einen Neustart in der französisch-deutschen Zusammenarbeit. Und als Antwort auf die wachsende Unsicherheit, Unübersichtlichkeit und Ungewissheit müssen wir Sicherheitspolitik breiter diskutieren. Und ich stimme Frau Merkel zu, wenn sie wie am vergangenen Wochenende im Hinblick auf Rüstungsexporte bei der Sicherheitskonferenz in München sagte, dass wir hier in Deutschland noch viele komplizierte Diskussionen vor uns haben. Das ist richtig. Aber die Große Koalition muss hier auch jetzt endlich mal Antworten liefern. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Die Kollegin Sevin Dadilen hat das Wort für die Fraktion Die Linke. Und sie ist die Sprecherin für Abrüstungspolitik der Linken. Verehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, worum geht es heute in der Aktuellen Stunde? Es geht um ein deutsch-französisches Abkommen, das Rüstungskonzernen gigantische Profite ermöglicht. 600 Milliarden Euro Umsatz bis 2040 bei neuen Kampfpanzern und einem Luftkampfsystem, auch dadurch, dass die gemeinsamen Rüstungsprodukte problemlos in alle Welt exportiert werden sollen. Und ich finde, es ist ein Unding, dass die Große Koalition dies alles an der Öffentlichkeit vorbei auf den Weg bringen will. Warum weigert sich diese Bundesregierung seit Tagen, dieses Abkommen an uns Bundestagsabgeordnete zu geben? Warum scheuen Sie das Licht der Öffentlichkeit so sehr? Und warum diese Geheimdiplomatie? Es ist eine dramatische Entwicklung im gesamten Bereich der Rüstungsexporte. Fakt ist, die Bundesregierung ist durch ein geheimes Zusatzabkommen zum Vertrag von Aachen, also dem neuen Élysée-Vertrag, dabei,
die bestehenden Rüstungsexportrichtlinien zu schleifen, damit in Zukunft eben die gemeinsam produzierten Kriegswaffen leichter in alle Welt exportiert werden können. Und was die Bundesregierung mit diesem Abkommen macht, ist nichts anderes als der Versuch, die bestehenden Restriktionen für die deutsche Rüstungsindustrie und die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik, die aus der Niederlage des deutschen Faschismus erwachsen sind, einfach hinwegzufegen. Dieses Geheimabkommen ist nichts anderes als ein Angriff auf das Friedensgebot des Grundgesetzes, das eben nicht nur dieses Friedensgebot des Grundgesetzes eben nicht nur in Artikel 26 das Verbot der Vorbereitung eines Angriffskrieges umfasst, sondern das in seinem Wesenskern auch verhindern sollte, dass die deutsche Rüstungsindustrie Waffen in Kriegs- und Spannungsgebiete exportiert und Rüstungsexporte zum normalen Mittel der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik werden. Die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie sehen könnten, was diese Bundesregierung aus diesem Friedensgebot jetzt macht. Ich finde, das ist eine Schande. Und ich frage gerade Sie von der SPD-Fraktion, warum machen Sie das eigentlich mit? Es war doch das SPD-Mitglied im Parlamentarischen Rat, Herr Fritz Eberhard, auf dessen Engagement im Grundgesetz eben dieser Bruch mit dem deutschen Faschismus verankert wurde. Nie wieder sollte es so kommen wie 1996, als deutsche Waffen beim Vernichtungskrieg Mussolinis in Abessinien eingesetzt wurden oder im spanischen Bürgerkrieg bei der Unterstützung der Franco-Diktatur gegen die spanische Bevölkerung. Und jetzt wollen Sie diese Lehren aus dem Faschismus weggeben wie einen abgetragenen Mantel. Ich finde das schlimm. Die Linke sagt, wir brauchen dieses Friedensgebot des Grundgesetzes, denn nie wieder sollen eben deutsche Waffen den Diktatoren dieser Welt dazu dienen, ihre Bevölkerungen zu massakrieren oder andere Länder barbarisch zu überfallen. Und es ist richtig, dass Bundesaußenminister Heiko Maas dem Drängen Großbritanniens jetzt nicht nachgibt und an diesem Ausfuhrstopp nach Saudi-Arabien festhalten will. Aber dann frage ich mich, dann können Sie doch nicht an einem Abkommen mitarbeiten, das es in Zukunft eben unmöglich machen soll, hier überhaupt noch einen Rüstungsstopp einzuhegen. Oder wollen Sie behaupten, dass dieses Zusatzabkommen so geheim war, dass selbst das Auswärtige Amt von diesem Abkommen nichts wusste? Es ist fatal, meiner Meinung nach, dass sich beim anderen Koalitionspartner in der Union eine Mentalität durchgesetzt zu haben scheint, wie wir sie heute bei den verurteilten kriminellen Mitarbeitern des Waffenherstellers Heckler & Koch finden. Mit dieser Mentalität wollen sie Kriegswaffen gerade dorthin exportieren, wo diese zynisch gesprochen gebraucht werden. Und sie wollen dabei nicht auch noch durch irgendwelche Rüstungsexportrichtlinien gestört werden. Und als Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, die Rüstungsexporte sich nach Saudi-Arabien nach einer jetzt gerade aktuellen Meldung offen hält, kann man wirklich nur noch sagen, dass es Ausdruck auch dieser Mentalität ist bei der Bundeskanzlerin. Und wenn Sie davon sprechen, dass wir uns moralisch nicht überheben wollen gegenüber anderen Ländern, dann muss ich Ihnen sagen, das sagen Sie doch auch nur, um ungestört von jeder Moral die Profitinteressen der deutschen Rüstungsschmieden einfach zu bedienen. Ich finde, eine Rüstungsexportpolitik, die das Friedensgebot des Grundgesetzes mit Füßen tritt und die Lehren aus dem deutschen Faschismus missachtet, ist unverantwortlich. Kehren Sie um, stoppen Sie die Rüstungsexporte und machen Sie Schluss mit dieser kriminellen Mentalität. Regierungssprecher Steffen Seibert übrigens hat am Montag dem Vorwurf widersprochen, dass es sich um ein geheimes Zusatzabkommen zum deutsch-französischen Freundschaftsvertrag handle. Es gebe nur eine erste politische Verständigung über gemeinsame Verfahren zu Rüstungsexporten zwischen Deutschland und Frankreich. Klaus-Peter Wilsch jetzt für die Unionsfraktion. Wissen Sie, wenn Sie uns hier aufklären wollen über das, was die Väter und Mütter des Grundgesetzes beabsichtigt haben und haben wollten, da brauchen wir Sie nicht dafür. Sie waren damals in Pankow, in Karlshorst und in Ostberlin, aber nicht im freien Teil Deutschlands. Also, ich weiß ja, dass Sie
Ich weiß ja, dass die Kollegin viel jünger ist als ich und deshalb natürlich nicht persönlich dabei war. Aber Sie müssen sich schon gefallen lassen, dass Sie in eine Traditionslinie gestellt werden, in die Sie gehören. Das pflegen Sie ja jeden Tag neu. Ich will auch mit Blick auf die Grünen, noch mal daran erinnern, was ich ja schon bei mehreren Debatten hier zu diesem Thema gemacht habe. Es gelingt Ihnen ja jedes Mal, irgendein Thema zu finden. Mal ist es eine Schraube beim Eurofighter, mal ist es irgendeine Patrone, dass wir jede Woche hier über Rüstungsexporte diskutieren, obwohl wir da ein Zwerg sind, angesichts unseres sonstigen außenpolitischen Gewichts und Außenwirtschaftsgewichts vor allen Dingen. Jetzt haben Sie also dieses Abkommen gefunden und wollen darüber reden. Ich will Sie noch mal daran erinnern. Der erfolgreichste Einsatz, den wir hier beschlossen haben als Bundesregierung in den letzten Jahren, was Waffen, was Gerät und was Ausbildung anbelangt, war die Ertüchtigung der Peschmerga, dass die vor Ort mit Füßen auf dem Grund gegen die Jesiden, gegen die Abschlachtung der Jesiden, die Jesiden schützen konnten vom IS. Das nehmen Sie nachhaltig nicht zur Kenntnis. Aber gut, ich will Ihnen noch mal in Erinnerung rufen, dass die Europäische Union auf mehreren Säulen beruht. Das war Gas, das war Kohle und Stahl, das war Euratom, das war später Justiz und Innenpolitik, das ist Handelspolitik. Und das ist ein Einstieg in eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Gerade haben wir erlebt die Konferenz in München. Da haben sich wieder alle überschlagen in Bekenntnissen zur gemeinsamen europäischen Verantwortung und gemeinsamen Vorgehen in diesem Bereich. Und wenn es dann ernst wird, dann liefern Sie nicht. Ihre Vorsitzende, Frau Annalena Baerbock, hat also gesagt, die EU muss unter Beweis stellen, dass sie weltpolitikfähig ist. Und die Europäische Union muss als Ganzes zu einer eigenen Sicherheitspolitik finden. Das kann nicht die NATO für sie erledigen. Ja, wie wollen wir denn weiterkommen bei diesen Zielen, wenn wir allen, die bereit sind, mit uns da zu arbeiten, zu spielen, sagen, aber bitte nur nach unseren Regeln, eure Regeln wollen wir nicht haben. Sie reden auf der einen Seite so und handeln auf der anderen Seite anders. Das ist unaufrichtig und damit sollten Sie aufhören. Entweder hören Sie auf mit der Prosa auf der Sicherheitskonferenz oder hören Sie auf mit solchen idiotischen Debatten, wie wir sie hier heute wieder führen. Es wartet keiner in Europa auf den erhobenen Zeigefinger der Deutschen und erst recht nicht darauf, wenn er grün angestrichen ist. Das will ich Ihnen mal sagen. So kommen wir nicht weiter, wenn wir weiterhin Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik in Europa wollen. Wir werden heute Nachmittag wieder, ach Herr Hofreiter, quasseln Sie doch nicht dazwischen, dann melden Sie sich, wenn Sie was zu sagen haben, dann kommen Sie dran. Das Beste wäre, wenn er ruhig wäre, das stimmt. Heute Nachmittag werden wir wieder hoffentlich überwiegend in großem Einvernehmen, weil das wichtig ist für die Kameraden vor Ort, verschiedene Mandate verlängern. Da werden Sie wieder alle oder meisten hoffentlich zustimmen. Denn es ist wichtig, dass die Soldaten im Einsatz wissen, dass wir hinter ihnen stehen als Parlament. Und eins, was wir dazu auch zeigen müssen, ist, dass wir ihnen Ausstattung, Ausrüstung geben, die sie ertüchtigt, den Auftrag zu erfüllen, lange durchzuhalten im Gefecht. Und wenn wir das nicht können alleine, weil wir nicht den großen Markt haben, wenn wir vorschlagen, Erhöhung der Verteidigungsausgaben, finden wir sie auch auf der falschen Seite. Dann müssen wir natürlich kooperieren, müssen auch exportieren. Und anders werden die Franzosen mit uns nicht zusammenarbeiten. Dann können wir uns amerikanische Flugzeuge kaufen oder französische oder ihnen auch vielleicht chinesische oder russische. Aber wir werden keine eigene ordentliche Industrie mehr haben in dem Bereich Sicherheitspolitik, um unsere Interessen zu verteidigen und unsere Soldaten zu ertüchtigen, diese gefährlichen Aufträge zu überstehen. Das ist dann mit Ihrer Schuld, wenn Sie so weitermachen. Und deshalb appelliere ich an Sie, hören Sie auf mit diesem unverantwortlichen Gequatsche hier so und da so. Übernehmen Sie Verantwortung für dieses Land. Danke sehr. Für die AfD-Fraktion hat das Wort der Kollege Rüdiger Lukassen.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Geheimabkommen hin oder her, es passt zum Stil dieser Bundesregierung, kontroverse Themen nicht in die Öffentlichkeit zu bringen. Die Angst vor dem Wähler ist groß. Doch die Frage der Exportregelung steht natürlich wie ein Elefant im Raum, wenn es um Rüstungskooperation zwischen Deutschland und Frankreich geht. Wer hat das Sagen, wenn gemeinsam entwickelte Panzer und Kampfjets in die Welt verkauft werden? So viel war von Anfang an klar. Keine Waffen in Kriegsgebiete. Dieses deutsche Prinzip ist aber mit Frankreich nicht zu machen. So ist es halt mit der blinden Aufgabe nationaler Souveränität. Irgendwann ist man nicht mehr Herr im eigenen Haus. Und beim Thema Waffenexport geht es jetzt auch für die EU-Fetischisten des linken Lagers ans Eingemachte. Jetzt muss man dort abwägen. Weniger national heißt mehr deutsche Waffen ins Ausland. Eine schwierige Entscheidung, meine Damen und Herren. Nicht so für die AfD. Wir akzeptieren, dass eine heimische wehrtechnische Industrie gewisse Exportquoten braucht, um existieren zu können. Die Bundeswehr selbst kann allein nicht mehr genügend Rüstungsgüter abnehmen. Um Entwicklung und Produktion bezahlen zu können, muss Deutschland auch verkaufen. Das wirkliche Problem bei dieser vielbeschworenen französisch-deutschen Rüstungskooperation ist die Aufgabe nationaler Schlüsseltechnologien und Kernfähigkeiten zugunsten Frankreichs. Wir sehen hier, dass die Bundesregierung Verträge mit unserem Nachbarn unterzeichnet, die durch die Bank weg zum Nachteil unserer eigenen wehrtechnischen, vor allen Dingen mittelständischen Industrie sind und damit zum Nachteil der nationalen Sicherheitsvorsorge. Das wird es mit der AfD nicht geben. Richtig ist, dass Deutschland eine rein nationale Rüstung nicht unterhalten kann. Deutschland wird beispielsweise kein Kampfjet der sechsten Generation allein mehr bauen können. Und auch in Kooperation mit Frankreich und Spanien werden wir einen solchen technologischen Schritt nicht mehr gehen. Erstens fehlt in Europa dazu das Know-how und zweitens ist die Entwicklung einfach nicht bezahlbar. Der Vertrag dazu, den die Verteidigungsministerin mit ihrer französischen Kollegin letzten Sommer unterzeichnet hat, ist das Papier nicht wert, auf dem er steht. Aber selbst diese Augenwischerei hat für Deutschland schon sicherheitspolitische Folgen. Bereits wenige Wochen nach der Unterzeichnung dieses Abkommens drohte Frankreich der Bundesregierung, Deutschland solle nicht seine alten Tornado-Kampfjets durch amerikanische F-35 ersetzen. Die beste Lösung zwar für die nächsten 30 Jahre, wie auch der letzte Inspekteur der Luftwaffe, Karl Müllner, immer wieder sagte. Aber für seine Fachexpertise hat ihn die Verteidigungsministerin in den vorzeitigen Ruhestand geschickt. Falls Deutschland doch die F-35 kauft, würde Frankreich die gemeinsame Kooperation sofort beenden. In einer normalen Beziehung nennt man so etwas Erpressung. Aber so läuft das eben mit der Aufgabe nationaler Souveränität. Man ist nicht mehr Herr im eigenen Haus. Dem links-grünen Lager geht es natürlich nicht um die eigene Industrie und die Verteidigungsfähigkeit. Das alles würden Sie lieber heute als morgen aufgeben. Ihnen dämmert jetzt, dass die Franzosen am Ende noch an jedes Regime auf der Welt Waffen verkauft haben, das solvent genug war. Exportstopp an Saudi-Arabien wegen des Mordes an einem Journalisten gibt es in Frankreich nicht. Und deswegen befinden sich die Hypermoralisten in diesem Haus jetzt in einem Dilemma. Das ist der Grund für diese Aktuelle Stunde. Vielleicht kann ich Ihnen mit einem Rat helfen, sich aus dieser misslichen Lage zu befreien. Vielleicht ist das Problem mit den Rüstungsexporten nur eine Frage des Framings. Wie wäre es mit einem das Gute
Rüstungsexportgesetz. Die SPD unterstützt Sie bestimmt dabei. Dankeschön. Rüdiger Lukassen war das für die AfD-Fraktion. Der Kollege Dr. Nils Schmidt. Und Nils Schmidt für die Sozialdemokraten ist jetzt hier der nächste Redner in dieser Aktuellen Stunde. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein vermeintliches Geheimabkommen zwischen Deutschland und Frankreich zur Rüstungskooperation steht zur Debatte. Wir wissen nicht genau, was drinsteht. Tatsache ist, ein Abkommen liegt nach den Presseberichten nicht vor, sondern ein Schriftwechsel zwischen Élysée-Palast und Kanzleramt über Grundzüge möglicher zukünftiger Rüstungszusammenarbeit. Und ich will mal für die SPD-Fraktion festhalten, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass das Kanzleramt oder das federführende Wirtschaftsministerium dem Parlament in geeigneter Form diese Informationen zur Verfügung stehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Man muss bloß festhalten, es gibt kein Abkommen, sondern es gibt Regierungsabsprachen, wie man dieses Thema weiter behandelt. Also ich glaube, da muss man auch keine Skandalisierung drumherum betreiben. In der Sache ist für die SPD-Fraktion völlig klar, der Koalitionsvertrag ist die Richtschnur für das Handeln Deutschlands beim Rüstungsexport. Und da gibt es drei Punkte, die uns wichtig sind und die die SPD auch in diesem Koalitionsvertrag durchgesetzt hat. Erster Punkt, keine Kleinwaffenexporte in Drittstaaten. Und da würde ich mal sagen, wenn man die letzten Statistiken anschaut, klappt doch schon ganz gut. Es ist gut, dass wir das erreicht haben, dass diese Kleinwaffenexporte in Drittstaaten quasi nicht mehr existieren. So ist es richtig. Zweitens, die Jemen-Klausel gilt. Das ist ja stadtbekannt und in den Medien ausgebreitet. Und drittens haben wir vereinbart, Schärfung der Rüstungsexportrichtlinien. Und da will ich schon mal für die SPD-Fraktion festhalten, wir erwarten schon, bevor man in die Weite der europäischen Zusammenarbeit geht, dass man erstmal die Hausaufgaben in Berlin macht und dass wir jetzt endlich vom Wirtschaftsministerium, das federführend in der Sache ist, Antwort darauf bekommen, wie wir diese Schärfung der Rüstungsexportrichtlinien durchsetzen wollen. Und ich appelliere auch an die Kolleginnen und Kollegen von der CDU/CSU, dass wir diese Überarbeitung der Rüstungsexportrichtlinien ernst nehmen und endlich auch zu einem Ergebnis führen. Und diese Rüstungsexportrichtlinien sind dann selbstverständlich Ausgangspunkt für die Verständigung mit europäischen Partnern. Auch das haben wir übrigens im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass wir eine Verständigung mit den europäischen Partnern haben wollen. Und auch da gilt, man sollte nicht zu schnell Kompromisse schließen, sondern erst mal sagen, was man selber will, wohl wissend, dass in Gesprächen man dann zu einer Verständigung kommen muss. Aber ich will noch mal für die SPD sagen, Ausgangspunkt sind die nationalen Rüstungsexportrichtlinien und vorschnelle Kompromisse wird es nicht geben, sondern wir werden das entlang unserer Vorstellung mit den europäischen Partnern besprechen. Wenn ich für diese europäische Verständigung vielleicht noch drei Anmerkungen machen will, weil ich mir auch ein bisschen Sorgen mache, manchmal über manche Tonlage in der Debatte. Frau Dadelen, wenn Sie der CDU quasi kriminelle Mentalität unterstellen bei dem Thema Waffenexporte, finde ich das nicht angemessen. Ich halte das für nicht angemessen. Und ich will sagen, das ist meine erste Anmerkung, ja, wir haben deutsche Vorstellungen, strenge Vorstellungen. Und wenn man die Rüstungsexportrichtlinien nebeneinander legt in Europa, dann sind sicher die in Deutschland recht streng. Aber wir sollten auch aufpassen, dass wir nicht zu sehr in einen moralischen Überlegenheitsgestus reingehen in den Debatten mit den europäischen Partnern. Ich will mal auf eins hinweisen. Wenn wir den Franzosen erklären, weshalb wir U-Boote nach Israel geliefert haben, mit guten Gründen, will ich ausdrücklich festhalten, dann sind die Franzosen da etwas vorsichtiger in dieser Frage. Also insofern ist es immer, wir kommen von unterschiedlichen Traditionen. Wir haben unsere Vorstellung, andere haben ihre Vorstellung, da werden wir ringen. Aber ein bisschen Vorsicht bei den Gesprächen, wenn wir wirklich zu einer europäischen Verständigung kommen wollen. Das Zweite, was ich anmerken will, auch das macht mir ein bisschen Sorge. Deutschland braucht für europäische Verständigung seine Partner. Wir können es ja nicht alleine machen. Ja, das ist doch völlig klar. Aber es gilt für alle Themen.
Es gilt nicht nur für das Thema Rüstungsexporte, wo Kollege Pfeiffer das so wild und forsch vorgetragen hat. Es gilt natürlich auch für das Thema Eurobudget. Wir wissen, was die Euro-Rettungspolitik für einen Eindruck bei manchen europäischen Partnern hinterlassen hat. Das gilt für energiepolitische Fragen. Also wenn wir das ernst meinen, wenn wir das ernst meinen, mit europäischen Partnern zu gemeinsamen Regeln und Verständigungen zu kommen, dann muss uns auch gerade als deutsche Politiker immer bewusst sein, jawohl, wir brauchen diese europäischen Partner. Und die dritte Anmerkung, die ich zum Schluss machen will, ist eine, über das müssen wir auch mit den europäischen Partnern reden. Wir haben einen Aufwuchs von nationaler Rüstungsindustrie in vielen, vielen Ländern auf allen Kontinenten, in der Türkei, in Südafrika, in Lateinamerika. Und das sollte uns auch mit Sorge erfüllen, weil da helfen die besten Rüstungsexportregeln in Europa nicht, wenn dann diese Rüstungsgüter in eigenständigen nationalen Industrien hergestellt werden und dann Konflikte anheizen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Kollegin Dr. Franziska Brandner hat das Wort für Bündnis 90 Grünen. Franziska Brandner ist die europapolitische Sprecherin der Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, mit Ihrer Erlaubnis lese ich ein kurzes Zitat vor. Beide Regierungen verpflichten sich in dem Abkommen, einander beim Export von Kriegswaffen nicht zu behindern. Dieses Zitat stammt aus dem Spiegel, aber nicht aus dem vom letzten Samstag, sondern aus der Ausgabe von 1972. Der Spiegel deckt nämlich interessanterweise zum zweiten Mal hier diese Absprachen zu Rüstungsexporten auf. Und dann könnte man sich wundern und sagen, wiederholt sich die Geschichte? Es gibt aber einen großen Unterschied zwischen 1972 und 2019. Wir haben mittlerweile nämlich einen gemeinsamen europäischen Standpunkt zu Rüstungsexporten. Da sind klare Kriterien drin, zum Beispiel mit Blick auf Menschenrechte. Und das sollten die geltenden Regeln sein für die deutsch-französische Kooperation und dann auch rechtlich verbindlich. Und Herr Pfeiffer, wenn Sie hier sagen, am deutschen Wesen soll die Welt nicht genesen und wir würden hier deutsche Gesetze vorantreiben, das stimmt nicht. Uns geht es um europäische gemeinsame Politik, und die ist verankert, die ist verschriftlicht. Das ist das, worum wir kämpfen, nämlich eine europäische Sicherheit und nicht eine deutsche Sicherheit, Herr Pfeiffer. Und Herr Wiltsch, wenn Sie sagen, wir brauchen aber für unsere Soldaten funktionsfähige Waffen, dann kann ich nur sagen, sagen Sie einen schönen Gruß an Ihre eigene Ministerin, Frau von der Leyen. Sie hätte dazu genügend Zeit und genügend Hausaufgaben dazu tun. Da haben Sie allen recht, sich dazu zu beklagen. Und wenn Sie sagen, hier ginge es jetzt nur um das deutsche Gesetz, und dann sagen Sie, Herr Post, das sei ja heute besser, was jetzt da abgesprochen wäre, als das von Schmidt-Döbry. Ich verstehe es nicht ganz. Sie haben erst gesagt, Sie würden es nicht kennen, und dann gesagt, es ist besser als Schmidt-Döbry. Ja, was jetzt? Kennen Sie den Text oder kennen Sie ihn nicht? Ich habe auch aus der Presse zitiert. Ja, und wenn Sie jetzt sagen, es ist besser als Schmidt-Döbry, es war schon damals festgehalten, dass die Lieferungen nicht deutsches Gesetz verletzen dürfen. So viel anders ist es gar nicht. Eigentlich geht es um ein Zurückkommen zum Schmidt-Döbry-Abkommen. Und das ist ja das, auch was einige von Ihnen hier eindeutig gefordert haben. Das war das, was die CDU-Abgeordneten hier gesagt haben. Und Sie haben recht, wenn Sie sagen, Herr Schmidt, dass die Deutschen auch mal ein bisschen aufpassen müssen. Wir haben auch unsere eigenen Doppelstandards hier. Und Sie haben total recht. Wir haben auch dagegen gekämpft, als die Regierung in die Türkei geliefert hat. Egal, wie sie mit ihrer eigenen Bevölkerung umgeht, egal, was sie in Syrien macht, da haben Sie auch Ihre eigenen Doppelstandards. Das ist genauso wenig okay wie das, was die Franzosen mit Saudi-Arabien machen. Haben Sie recht, das ist auch nicht akzeptabel. Und ja, Sie haben es angesprochen, Saudi-Arabien, das war ein Alleingang, aber einer Ihrer Regierung. Es war unglaublich, dass Ihre Minister nicht mal die Franzosen darüber informiert haben, sondern die Franzosen es aus der Presse gelernt haben. Das ist unverschämt, das macht man nicht unter engen Partnern, aber es ist Ihre Regierung, die dafür verantwortlich sind und nicht die Grünen, die jetzt hier europäisches Recht einfordern.
Und damit hier kein Missverständnis entsteht, wir sind für die deutsch-französische Kooperation. Und wenn Sie dafür auch die Unterstützung der Bevölkerung gewinnen wollen, dann müssen Sie hier auch transparent und öffentlich über den Rahmen dafür diskutieren. Wenn es eines gibt, was giftig ist für solche gemeinsamen Kooperationen, dann ist es Geheimniskrämerei, dann sind es die Verabredungen hinter den geschlossenen Türen. Das ist genau das, was die Bevölkerung verstört an dieser Kooperation. Hören Sie damit endlich auf. Wenn Sie europäische Kooperationen wollen, machen Sie es transparent und auch echt europäisch. Und wir haben die Texte angefordert, die Absprachen, sie sind immer noch nicht öffentlich gemacht. Ich nehme jetzt Herrn Schmid noch mal beim Wort. Er hat es ja auch gerade gefordert. Es wäre wirklich an der Zeit, wenn die Bundesregierung, Herr Maas, Herr Altmaier, wenn Sie uns das zukommen lassen würden, damit wir es öffentlich diskutieren können. Nur durch die Transparenz kann man wirklich auch Unterstützung schaffen und gemeinsam darüber diskutieren. Und wenn Sie Paris entgegenkommen wollen, liebe Bundesregierung, dann machen Sie das doch bitte in anderen Bereichen. Klimaschutz, Digitalsteuer, Stabilisierung Eurozone, höheren Beitrag für den europäischen Haushalt. Es gibt ganz viele Punkte, wo wir gemeinsame Kooperation brauchen, wo Sie bremsen, wo Deutschland nicht bereit ist, voranzugehen. Das ist auch eine Frage der Sicherheit Europas. Wenn wir es nicht schaffen, unseren gemeinsamen Wirtschafts- und Währungsraum zu stabilisieren, dann ist das auch eine Sicherheitsfrage. Da blockieren Sie, da machen Sie nichts. Fangen Sie endlich an, echt europäisch zu handeln. Ja, und weil das Schmidt-Debré-Abkommen schon mehrfach hier erwähnt wurde, haben wir uns gerade auch noch mal kundig gemacht und versichert. 1972 wurde das geschlossen zwischen dem deutschen Verteidigungsminister, der hieß damals Helmut Schmidt, und seinem französischen Amtskollegen Michel Debré. Und darin wurde damals festgelegt, dass keine Seite den Export gemeinsamer Rüstungsgüter blockieren darf. Und hier wurde ja schon verschiedentlich die Frage gestellt, ob das Vorbild war für dieses vermeintliche Abkommen, was es jetzt angeblich geben soll. Abkommen zur Industriekooperation im Verteidigungsbereich und etwaigen Verabredungen über Rüstungsexporte. Damit soll eine Unsicherheit suggeriert werden mit den Worten vermeintlich und etwaig. Und es ist ja schon wieder symptomatisch, dass die Linke schon wieder reinruft. Ganz nach dem Motto, sicher leben wir dann, wenn wir die Feuerwehr abschaffen, weil dann gibt es kein Feuer. Das ist eine Argumentation, hier zu sagen, die Rüstungspolitik wird in ein Licht gebracht. Ich will mal ganz deutlich zum Ausdruck bringen, wir haben uns dafür entschieden, die Peschmerga auszustatten mit Ausrüstungsmitteln, damit sie sich erwehren können einem Angriff. Wir hätten sie Regierungsverantwortung gehabt, wären die Menschen allesamt verstorben an der Grausamkeit des IS, meine Damen und Herren. Wir haben geholfen, und das schafft Frieden, meine Damen und Herren. Ich will euch noch einmal in den Mittelpunkt stellen, worum es denn geht. Es geht um Gemeinsamkeit, um Kooperation. Der deutsch-französische Ministerrat hat schon im Juli 2017 sich darauf verständigt, eine Koordinierung und Kooperation anzustreben. Und es ist ja nicht so, dass hier keine Transparenz herrschen würde, sonst würden wir das alles ja gar nicht im Deutschen Bundestag debattieren können. Das machen wir aber gerade, und das ist auch richtig und das ist wichtig. Aber noch wichtiger ist, dass wir feststellen, dass sich die sicherheitspolitische Lage enorm verändert hat, leider verschlechtert hat. Es gibt einen Krisenbogen um Europa herum, von Russland initiiert, nämlich mit der Besetzung der Krim, mit dem furchtbaren Bürgerkrieg und den Grausamkeiten des syrischen Präsidenten Assad bis hin zu Unruhen und Destabilisierung im nordafrikanischen Raum. Und das alles hat Auswirkungen auf uns. Aber vor allem erinnere ich mal an die gestrige Rede. So viel Erinnerungsvermögen muss erlaubt sein, des russischen Präsidenten Putin, der mit seiner Rede zur Lage der Nation deutlich gemacht hat, dass nicht nur der INF-Vertrag verletzt ist, sondern dass eine hohe Modernisierung mit Flugkörpern, mit Hyperschallraketen eine Bedrohung für uns leider darstellt. Und deswegen arbeiten wir zusammen innerhalb Europas und innerhalb der NATO, weil das die Garantie für Frieden und Freiheit ist, meine Damen und Herren. Wir streben eine gemeinsame europäische Sicherheitspolitik an mit einem stärkeren europäischen Pfeiler in dem transatlantischen Bündnis, weil wir gemeinsam nämlich agieren wollen. Das sind doch die Lehren auch der furchtbaren Krisen und Kriege, dass wir nicht national arbeiten, sondern dass wir gemeinsam kooperieren.
Und hier gibt es viele Verbesserungsreserven noch. Wir haben zu viele Waffensysteme beispielsweise in Europa und innerhalb der NATO. Und hier wollen wir effizienter werden, gerade auch, weil es darum geht, eben Modernisierung und Digitalisierung voranzubringen. Und konkret geht es auch darum, dass wir deutsch-französische Kooperationen nach vorne bringen mit dem Future Combat Air System oder auch dem Manned Combat System. Das heißt, wir wollen gemeinsam Zukunft entwickeln, um deutlich zu machen, ja, wir wollen die Verteidigungsunion in der Zusammenarbeit und Integration von Truppenanteilen. Ja, wir wollen die gemeinsame Ausbildung. Wir wollen auch einen gemeinsamen Einsatz in Krisengebieten, nämlich um Stabilität zu erzeugen, weil wir uns verpflichtet fühlen einer wertegebundenen Sicherheits- und Außenpolitik. Und das ist der Kern unserer Politik, meine Damen und Herren. Und deswegen wollen wir auch dieses Abkommen deutsch-französisch. Für uns ist klar, dass der Rüstungsexport auch sicherheitspolitisch begründet sein muss. Und deswegen erinnere ich noch einmal, dass die Grundlage ist das rot-grüne Abkommen von 2002, das nach wie vor gilt. Und dass jede Rüstungsexportentscheidung hier im Deutschen Bundestag unmittelbar bekannt zu geben ist. Wir sagen aber auch, es gibt Schlüsseltechnologien, die müssen wir halten in unserem Land. Und damit wir auch eine Souveränität uns erhalten. Aber es geht auch darum, dass eben mit dem Stichwort German Free Deutschland nicht rausgelassen wird aus gemeinsamen Projekten. Und deswegen fordern wir eine Harmonisierung der Exportrichtlinien mit Europa zusammen. Meine Damen und Herren, wir leben in schwierigen Zeiten. Und deswegen suchen wir die Kooperation, die Gemeinsamkeiten, um Frieden und Freiheit in Europa zu stärken, in Deutschland uns zu stärken, damit wir auch unseren Kindern zukünftig sagen können, wir haben alles daran getan, nämlich die Feuerwehr so stark auszustatten und hiermit meine ich die Streitkräfte so stark auszustatten, dass wir Frieden und Freiheit in Europa wahren können. Herzlichen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Christian Petri für die SPD-Fraktion. Und Christian Petri ist der europapolitische Sprecher der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Beginn, für die SPD steht fest, dass es eine effektive Rüstungskontrolle geben muss und auch geben wird und dass wir keine Waffen in Krisen- und Kriegsgebiete exportieren. Das ist ein Grundsatz, dazu steht die SPD. Und so eine Debatte über etwas, was wir nicht kennen, bietet ja, das hat man bei den Redebeiträgen gemerkt, vieles an Spekulation. Man kann etwas behaupten, man muss es ja nicht der Wahrheitsbeweis antreten. Und wenn da herauskommt, dass es nicht stimmt, nimmt man es ja auch nicht mehr zurück. Man hat es einfach gesagt. Ich erwarte, dass natürlich der Élysée-Vertrag II oder der Aachener Vertrag letztlich mit Leben erfüllt wird. In diesem Vertrag, liest ihn doch bitte mal, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird in vielfältiger Weise binationale Zusammenarbeit geregelt, in der Wirtschaft, in der Bildung, beim Jugendaustausch, auch in der Umwelt- und Energiepolitik und auch in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und selbstverständlich ist dies in wenigen Sätzen im Allgemeinen beschrieben, gehört dazu, wenn man dies mit Leben erfüllen will, dass man sich vereinbart, was das bedeutet, wie man es umsetzen will. Das erwarte ich doch geradezu, dass dazu gemeinsame Verabredungen getroffen werden. Und ich erwarte selbstverständlich, dass wir, wenn wir über die Ratifizierung des Élysée-Vertrages, des Aachener Vertrages reden, wir natürlich dies auch inhaltlich debattieren können. Das ist doch ganz klar. Und so lange besteht halt eben mit einem angeblichen Geheimpapier die Möglichkeit, Dinge, Nebelkerzen zu senden und Sonstiges. Aber was sind meine Erwartungen? Ich erwarte selbstverständlich, dass Deutschland und Frankreich sich dem gemeinsamen Standpunkt von 2008 verpflichtet fühlen. Das erwarte ich. So, und ich hoffe, dass das in dem Geheimpapier, wenn wir es denn dann haben, auch klar wird, dass es drinsteht. Und Frau Keul, nehmen Sie dann Ihre Aussagen zurück, wenn es drinsteht? Würden Sie das dann machen? Ich glaube eher nicht. Ich erwarte, dass unsere restriktiven Rüstungsexportregelungen, dass die anerkannt werden. Wechselseitig, wir natürlich auch die Franzosen, da haben wir den weniger Einfluss, aber dass unsere restriktiven Regelungen anerkannt werden, auch das muss Bestandteil sein. Das erwarte ich. So, und insoweit sind wir gespannt, wenn wir über das Ganze diskutieren, wie der Élysée-Vertrag umgesetzt werden wird und mit Leben erfüllt wird. Diese Verfahrensregeln sind notwendig, und dann handelt es sich auch nicht um einen Geheimpakt.
Das ganz bestimmt nicht. Und in einem Punkt, muss ich sagen, hat Nils Schmidt und Florian Post auch schon darauf hingewiesen, dass wir natürlich die Inhalte debattieren werden, dass wir die diskutieren werden und wir ratifizieren. Das Verfahren läuft ja noch. Und Frau Dagdelen, eins muss ich klarstellen. Wir haben aus den Lehren des Faschismus gelernt. Ich bitte Sie, dies uns nicht zu unterstellen. Ich weise dies tatsächlich zurück. Gerade die SPD. Also es ist schön, wenn man ein bisschen provoziert und so ein bisschen Salz in die Suppe bringt. Aber das ist ein bisschen zu dick gewesen. Das muss ich zurückweisen. Selbstverständlich haben wir aus diesen Lehren, Lehren gezogen. Und dort orientiert sich auch unsere Politik, insbesondere in der Außen- und Sicherheitspolitik, insbesondere auch bei den Rüstungsexporten. Wir stehen für eine effektive Kontrolle. Wir stehen dafür, dies gemeinsam mit unserem Partner Frankreich zu machen. Und die revanchistischen Töne von der Seite sind hochgradig beleidigend für Frankreich. Die kann man auch nicht so stehen lassen. Das ist nicht in Ordnung. Das muss zurückgewiesen werden. Frankreich ist unser nächster Nachbar, ein ganz wichtiger Partner, wie alle Nachbarn um uns herum auch. Und dieser Vertrag von Aachen, Élysée 2.0, soll ja geradezu andere auch animieren, ähnliche Schritte zu gehen und das Zusammenwachsen Europas dadurch natürlich auch zu stärken. Und das ist natürlich der AfD nicht recht. Da sind die Revanchismus und Frankreich als Erbfeind, haben sie schon erklärt, das ist ganz übel. Das muss man hier zurückweisen. Letztlich sind sie da ja für bekannt. Also insoweit denke ich, wenn man aus dieser Debatte was Positives ziehen kann, ist es, dass wir unsere Vorstellungen austauschen, wie wir uns das vorstellen, wo unsere Standpunkte sind. Ich glaube, seitens der SPD, auch seitens der CDU ist das klar gemacht worden, dass das nicht immer kongruent ist, das ist auch klar. Aber letztlich werden wir auf dieser Basis, auch auf Basis unseres Koalitionsvertrages, diesen Vertrag von Aachen mit Leben erfüllen. Und zum Abschluss, es bleibt bei den politischen Grundsätzen, für den Export von Kriegswaffen restriktiv zu handeln und sonstigen Rüstungsgütern. Es bleibt dabei, der gemeinsame Standpunkt der EU ist die Basis. So werden wir den Vertrag mit Leben erfüllen. Und ich glaube, das wird eine gute Zeit insgesamt für unsere beiden Länder, wenn wir so verfahren. Glück auf. Vielen Dank. Christian Petri war das hier. Und jetzt haben wir noch einen Redner in dieser Aktuellen Stunde. Das wird sein der Abgeordnete Volker Ulrich für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte zunächst einmal daran erinnern, dass im Aachener Vertrag im Bereich der Sicherheits- und Außenpolitik mehrere Meilensteine zwischen Deutschland und Frankreich vereinbart wurden. Nicht nur strategische Ansätze im Bereich der Außenpolitik, sondern auch eine erweiterte Beistandsklausel im Falle eines Angriffs auf einen unserer Partner, ein gemeinsames Auftreten bei den Vereinten Nationen, aber auch der Wille, dass wir im Bereich der Rüstungszusammenarbeit enger zusammenarbeiten. Und wir haben im Augenblick das Projekt eines gemeinsamen deutsch-französischen Luftabwehrsystems. Das nennt sich FCAS, Future Combat Air System. Es ist doch eine herausragende Situation, dass Deutschland und Frankreich sich bereit erklärt haben, nicht jeder allein ein System zu entwickeln, sondern dass in dem sensiblen Bereich der Luftabwehr wir nur noch gemeinsam handeln. Und 2040 soll dieses System entsprechend starten können. Und wenn wir das einordnen, auch in die europäische Herausforderung, dass wir im Augenblick in Europa 178 Waffensysteme haben und dass die Overhead-Kosten und die Frage der Beschaffung einfach zu teuer sind, dass die Europäer in diesem Bereich wirtschaftlich arbeiten können, dann haben wir keinen anderen Weg als den europäischen Weg. Und der bedeutet, dass wir im Bereich von Rüstungsprojekten zusammenarbeiten müssen. Und die deutsch-französische Zusammenarbeit ist der Nukleus und der Kern und das Vorbild für ein gemeinsames europäisches Eintreten. Darum geht es, meine Damen und Herren. Und ja, diese Abstimmung ist wichtig, weil unser Ziel darin besteht, gemeinsame europäische Regeln zu schaffen. Unser Ziel ist, im Rahmen der Rüstungsexporte dazu zu kommen, dass Europa mit einer Stimme spricht. Dass die Frage, in welche Bereiche europäische Unternehmen exportieren können, abhängig gemacht werden von einer gemeinsamen Beurteilung der Sicherheitslage und der Menschenrechtslage. Aber wir müssen uns eben auf den Weg machen, dieses Ziel zu erreichen.
Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Aber wir müssen klar machen, dass wir bei diesem Weg nicht allein die Position Deutschlands als allselig machende Position ansehen können, sondern dass wir dazu auch die Abstimmung mit unseren Partnern brauchen, so wie das in vielen anderen europäischen Bereichen auch der Fall ist. Europa bedeutet nicht, dass wir allein unsere Maßstäbe zum Maßstab für das europäische Handeln machen, sondern dass wir gemeinsam auf der Grundlage einer Friedens- und Sicherheitsordnung europäische Maßstäbe entwickeln. Und das wird auch im Bereich der Rüstungsindustrie der Fall sein müssen. Und da dürfen wir nicht zurückfallen hinter die Vereinbarung, die wir schon getroffen haben. Nicht zurückfallen hinter das Schmidt-Debré-Abkommen. Und wir dürfen auch nicht uns in Europa entsolidarisieren. Auch unsere europäischen Partner erwarten, dass wir vertrauensvoll handeln, dass sie sich auf uns verlassen können, dass sie wissen, wenn in einem europäischen Kampfpanzer oder in einer europäischen Drohne auch Bestandteile deutscher Fertigung drin sind, dass es eben nicht scheitert an einem Einspruch durch die deutsche Regierung, sondern dass wir gemeinsam uns auf den Weg machen, das in Europa auch zu verabschieden. Ich glaube, das ist die wichtige Botschaft, die wir im Aachener Vertrag auch im Bereich der Sicherheits- und Außenpolitik finden. Und ja, es ist viel gesprochen worden von der Frage der Souveränität. Und da möchte ich darauf hinweisen, dass wir mittlerweile in Europa natürlich eine gemeinsame, geteilte Souveränität haben. Wir haben auf der einen Seite die Souveränität der Mitgliedstaaten und auf der anderen Seite auch aufgrund der weltpolitischen Herausforderungen eine gemeinsame europäische Verantwortung. Aber was die Souveränität der nationalen Mitgliedstaaten betrifft, so kann sie auf Dauer nur gehalten werden, wenn wir im europäischen Maßstab handeln und Verantwortung übernehmen. Europa schafft gerade den Raum, dass Souveränität bestehen bleibt, und Europa grenzt die Souveränität nicht ein. Das ist das, was uns von Ihnen unterscheidet, meine Damen und Herren. Ich bitte also, dass wir auch diese Frage sensibel angehen und im europäischen Maßstab begleiten. Ich glaube, dass wir dieses Abkommen zwischen Deutschland und Frankreich nicht schlecht reden dürfen, sondern wir müssen es im Interesse einer gemeinsamen europäischen Friedens- und Freiheitsordnung mit Leben erfüllen und positiv begleiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Ulrich. Die Aktuelle Stunde ist beendet. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 8a und 8b. Ja, und deswegen geht das ganz schnell, weil es zu einer Aktuellen Stunde eben keine Vorlagen gibt. Die Grünen wollten ja hier diskutieren über etwaige Verabredungen über Rüstungsexporte zwischen Deutschland und Frankreich. Sie haben es gehört, also ein geheimes Zusatzabkommen, da wurde bei den anderen doch das ein oder andere Fragezeichen gemacht, aber erste politische Verständigung gibt es, weil es ja auch beispielsweise Teil des Aachener Vertrages ist, des neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrages, dass man über Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich spricht.